Champignon, Kräuterseitling und Shiitake haben heute ihren ganz grossen Auftritt. Und zwar als genüsslicher Pilzsalat an einer leichten Vinaigrette. Alles zubereitet mit feinsten Bioprodukten. Grüezi miteinander, willkommen zum aktuellen Coop-Videorezept. Für das Kernentoastbrot 250 g Mehl in eine Schüssel geben. Den Kernmix beifügen und ebenso je einen Teelöffel Salz und Zucker. Von einem Hefewürfel ein Viertel davon dazu bröckeln. Dazu kommt noch etwas weiche Butter und 2 Dezil lauwarmes Wasser. Ganz wichtig, der Hefeteig wird feuchter als andere Brotteige. Das Resultat davon ist ein feinporiges Toastbrot. Von Handkneten eignet sich darum bei diesem Teig nicht. Sie brauchen einen Handmixer mit den Knethaken oder ihre Küchenmaschine. Die Masse jetzt also genügend lang bearbeiten, bis der Teig weich ist und glatt. Das dauert ca. 5 Minuten. Ihn jetzt zudecken und bei Zimmertemperatur für rund 1,5 Stunden aufgehen lassen. Die Cakeform auf ca. 22 cm Länge einstellen und sie dann sehr gut ausfetten. Den aufgegangenen Teig ohne gross nochmals zu bearbeiten, in die vorbereitete Form geben. Ihn besonders in den Ecken gut reindrücken. Die Form nochmals für ca. 15 Minuten stehen lassen. Während dieser Zeit den Ofen auf 220 Grad vorheizen und dann gerade noch das Gitter in die untere Ofenhälfte hineinschieben. Das Brot für rund 30 Minuten knusprig backen. In der Zwischenzeit die Vinaigrette vorbereiten. Dazu Kräuterweinessig mit Olivenöl gut verrühren. Eine halbe Zwiebel fein hacken, beigeben und ein bisschen mit Kräutersalz und Pfeffer würzen. Aus dem schönen Bio-Sortiment eignen sich eigentlich alle Pilzsorten für den Salat. Interessant ist ein Mix zum Beispiel von braunen Champignon, Kräuterseitling und Shiitake. Die Pilze jetzt rüsten, sie allenfalls mit einem Pinsel oder mit ein bisschen Haushaltspapier reinigen. Der Salat wirkt optisch reizvoller, wenn man Pilz noch als Pilz erkennt. Kleine Exemplare darum ganz lassen, grössere halbieren oder in grosszügige Scheiben schneiden. Das ist der Küchenwecker fürs Brot. Und gerade noch ein Tipp für einen schönen Glanz: das heisse Brot mit ein bisschen Wasser bestreichen. Das Brot dann ringsum lösen, rausnehmen und auf einem Gitter vollständig auskühlen. Den Stangensellerie jetzt noch fein schneiden und zur Soße geben. Der Salat wird am Schluss noch mit wenig gerösteten Haselnüssen getoppt. Dazu die Nüsse ohne zusätzliches Fett bei mittlerer Hitze rösten. Wer will, kann die Nüsse vor dem Schneiden noch zwischen Haushaltspapier ein bisschen abreiben. Wer gerne Feinarbeit leistet, kann sie anschliessend in dünne Scheiben schneiden oder sie aber auch einfach grob hacken. Für die Pilze in der gleichen Pfanne noch ein bisschen Öl heiß werden lassen. Sie dann portionenweise für je ca. 3 Minuten drin anbraten. Sie mit ein bisschen Kräutersalz und Pfeffer würzen und dann zudeckt warm halten. Die restlichen gleich zubereiten. Kurz vor dem Essen Pilz mit der Vinaigrette mischen. Den angerichteten Salat noch mit den Nüssen bestreuen und das Kernentoastbrot dazu servieren. Biopilze aus der Schweiz sind ein wahrer Genuss und sorgen immer wieder mit ihrer grossen Vielfalt für Abwechslung auf dem Tisch. Gutes Gelingen, hoffentlich bis gleich wieder.